das Beste in dir zur Entfaltung bringen. Viel zu viel Zeit verbrachte ich damit, um mich zu sehen und mich selbst mit anderen zu vergleichen. Indem ich das tat, fühlte ich mich selbst immer weniger gut. Vergleiche können mitunter furchtbar entmutigend und schmerzhaft sein. Warum tue ich mir das an? Kann man Freude und Glück an einem unfreundlichen, besorgniserregenden Ort finden? Erschließt mir dieses Vergleichen jemals meine eigene Wahrheit oder sagt mir, was für wen auch immer auf dieser Welt wahr ist? Ich glaube nicht. Langsam begreife ich, wie es im Leben eben nicht darum geht, nach außen zu schauen, sondern mehr Zeit mit einer Innenschau in mir selbst zu verbringen. Je mehr ich mich im Außen umsehe, desto weniger finde ich mich selbst. Sehe ich mich selbst weniger, bleiben meine Bedürfnisse mehr und mehr unerfüllt. Wie kann ich das Beste in mir zur Entfaltung bringen, wenn ich mich noch nicht einmal beachte? Deswegen also gelingt es mir nicht, überhaupt zu erkennen, was ich brauche. Meine Antworten finde ich nicht im Vergleich zu anderen. Meine Antworten kann ich beim Eintauchen in die Tiefen meines Bewusstseins entdecken. Das ist auch der einzige Ort, an dem Vergleiche stattfinden sollten. In mir selbst. Ich schaue mir an, was ich leisten kann, betrachte meine Talente und Fähigkeiten und wäge ab, ob ich sie, so gut ich es kann, nutze. Mache ich das Beste aus dem, was mir geschenkt wurde? Solche Fragen sollte ich mir stellen. Es sind die einzigen für mich sinnvollen Vergleiche. Mein einziges Wettrennen ist jenes gegen mich selbst, gegen niemanden sonst. Es ist Zeit, damit aufzuhören, nach links und rechts zu spähen. Was macht sie? Was macht er? Und ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, nur noch mit mir selbst, um die Wette zu laufen. Für mich ist die Zeit gekommen, nach vorn zu schauen. Und mit stiller Entschlossenheit strebe ich an, mein eigenes Potenzial zu vergrößern. Ich beginne, in meine Tiefen vorzudringen und dort nach eigenen, verborgenen Eigenschaften und Talenten zu suchen. Viel mehr als das, was auf den ersten Blick ersichtlich ist, steckt in mir. Und dem werde ich nun folgen. Ich schaue mir an, was ich eigentlich bereits über mich weiß und fange damit an, es weiter zu entfalten. Ganz besonders aber gehe ich dem nach, was ich bisher noch nicht entdecken durfte, wissend, da ist eine ganze Grube voll der Schätze in mir, wissend, das Beste in mir wird noch zum Vorschein kommen. Es reizt mich zu entdecken, was die Zukunft für mich bereithalten mag, jetzt, wo ich nicht mehr nach links oder rechts spähe, sondern in mich hineinschaue. Ich kann an dem einzigen Wettlauf teilnehmen, der wirklich für mich Bedeutung hat. Es ist mein ganz eigener. Es geht darum, das Beste in mir zur Entfaltung zu bringen. Was mag es Wichtigeres geben?
Hier kann ich meinen Frieden und mein Glück finden, das, was ich ersehne.